Französisch-Dusche Basis. Auf der Suche nach dem Glück. Herzlich willkommen zu deiner Yiki-Sprachdusche Französisch, einer besonders entspannten und effektiven Form des Lernens. Die folgenden Lektionen sind alle gleich aufgebaut. Zunächst hörst du eine größere Anzahl von Vokabeln und kurzen Sätzen mit deutscher Übersetzung. Durch das rhythmische Sprechen und die ruhige Musik wird ein besonders aufnahmebereiter Lernzustand erzeugt. Versuche daher nicht, dir angestrengt die Vokabeln zu merken, sondern lass dich einfach von der Sprachdusche berieseln. Nach den Vokabeln hörst du einen lebendigen Dialog, in dem die zuvor gehörten Vokabeln zur Anwendung kommen. Du wirst von Anfang an dem Gespräch gut folgen können. Im Anschluss daran folgen zur Aktivierung des Wortschatzes einige Sätze zum Nachsprechen. Du kannst dir dein Lernen dabei so gestalten, wie es dir gefällt. Du kannst dich zurücklehnen und die Augen schließen. Du kannst im Begleitbuch mitlesen. Du kannst alles mit- oder nachsprechen. Manche sagen sogar, dass sie beim Anhören einschlafen und dennoch etwas hängen bleibt. Chapitre 1. Le bonheur à la française. Kapitel 1. Glück auf französische Art. Bevor es gleich mit den Vokabeln losgeht, stelle dir nun einmal vor, du bist gerade in Paris angekommen. Es ist ein schöner, sonniger Tag, die Vögel zwitschern von den Pariser Dächern, viele Menschen sind auf den Straßen und genießen das wunderbare Wetter und ihre Stadt. Die Atmosphäre dieser Stadt zieht dich schnell in ihren Bann, während du durch die Straßen schlenderst. Du setzt dich in ein schönes Café und schaust den Menschen zu und beginnst, ganz entspannt der schönen französischen Sprache zu lauschen. Du atmest einmal tief ein und langsam aus und entspannst dich dabei immer mehr. Le bonheur. Das Glück. Le bonheur. Français, française. Französisch. Français, française. Le bonheur à la française. Das Glück auf französische Art. Le bonheur à la française. Excusez. Entschuldigungen. Excusez. Excusez-moi. Entschuldigen Sie mich. Excusez-moi. Être. Sein. Être. Vous êtes Julia? Sind Sie Julia? Vous êtes Julia? Oui, c'est moi. Ja, das bin ich. Oui, c'est moi. Alors? Dann, so. Alors? Vous êtes alors? Dann sind Sie also. Vous êtes alors? Exactement. Genau. Exactement. Enchanté. Enchanté. Freut mich. Enchanté. Enchanté. Tout. Alles. Tout. Le plaisir. Die Freude. Le plaisir. Pour moi. Für mich. Pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Die Freude ist ganz meinerseits. Tout le plaisir est pour moi. Commencer. Anfangen. Beginnen. Commencer. Pour commencer. Zuallererst. Pour commencer. Trinquer. Anstoßen. Trinquer. Je voudrais trinquer. Ich würde gerne anstoßen. Je voudrais trinquer. Le projet. Das Projekt. Le projet. Un autre projet.
auf unser Projekt. À notre projet. Avec plaisir. Mit Vergnügen. Avec plaisir. Commander. Bestellen. Commander. On voudrait commander. Wir würden gerne bestellen. On voudrait commander. S'il vous plaît. Bitte. S'il vous plaît. Bien sûr. Aber sicher. Bien sûr. Désirer. Wünschen. Désirer. Que désirez-vous? Was möchten Sie? Que désirez-vous? Un orangina. Eine Orangina. Un orangina. Pour moi, un orangina. Für mich eine Orangina. Pour moi, un orangina. La bière. Das Bier. La bière. Et pour moi, une bière. Und für mich ein Bier. Et pour moi, une bière. La boisson. Das Getränk. La boisson. Voilà. Hier. Voilà. Voilà vos boissons. Hier Ihre Getränke. Voilà vos boissons. La santé. Die Gesundheit. La santé. À votre santé. Auf Ihre Gesundheit. À votre santé. Notre. Unser. Notre. À notre projet. Auf unser Projekt. À notre projet. Vouloir. Wollen. Vouloir. Si tu veux. Wenn du willst. Si tu veux. Dire. Sagen. Dire. Se dire tu. Sich duzen. Se dire tu. Pouvoir. Können. Pouvoir. On peut se dire tu. Wir können uns duzen. On peut se dire tu. D'accord. Einverstanden. D'accord. Partir. Weggehen. Partir. Le voyage. Die Reise. Le voyage. Partir en voyage. Auf Reisen gehen. Partir en voyage. On va partir en voyage. Wir werden auf Reisen gehen. On va partir en voyage. Voyager. Reisen. Voyager. La semaine. Die Woche. La semaine. Prochain. Nächste. Prochain. Les prochaines semaines. Die nächsten Wochen. Les prochaines semaines. Ensemble. Zusammen. Ensemble. Passé. Verbringen. Passé. Il y a. Es gibt. Il y a. Est-ce qu'il y a? Gibt es? Est-ce qu'il y a?
Quelque chose. Etwas. Quelque chose. Devoir. Sollen, müssen. Devoir. Je dois. Ich muss. Je dois. Savoir. Wissen. Savoir. Je dois savoir. Ich muss wissen. Je dois savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose? Gibt es etwas? Est-ce qu'il y a quelque chose? Que je dois savoir? Was ich wissen muss? Que je dois savoir? Penser. Denken. Penser. Je ne pense pas. Ich denke nicht. Je ne pense pas. Je ne suis pas. Ich bin nicht. Je ne suis pas. Une personne. Eine Person. Une personne. Compliqué. Kompliziert. Compliqué. Je ne suis pas une personne compliquée. Ich bin nicht kompliziert. Je ne suis pas une personne compliquée. De temps en temps. Manchmal. De temps en temps. Un peu. Ein bisschen. Un peu. Fou. Folle. Verrückt. Fou. Folle. Je suis un peu folle. Ich bin ein bisschen verrückt. Je suis un peu folle. Peut-être. Vielleicht. Peut-être. Seul, seul. Einzig. Seul, seul. La chose. Die Sache. La chose. La seule chose. Die einzige Sache. La seule chose. Que tu dois savoir. Die du wissen solltest. Que tu dois savoir. Le sport. Der Sport. Le sport. Sportif, sportive. Sportlich. Sportif, sportive. Je ne suis pas sportif. Ich bin nicht sportlich. Je ne suis pas sportif. Pas du tout. Überhaupt nicht. Pas du tout. Dommage. Schade. Dommage. Le vélo. Das Fahrrad. Le vélo. Pas de voyage en vélo. Keine Fahrradreise. Pas de voyage en vélo. Dialogue. Le bonheur à la française. Glück auf französische Art. Bei deiner Sprachdusche wirst du zwei Redakteure auf einer Reise durch Frankreich begleiten, die von ihren Zeitungen den Auftrag bekommen, sich mit dem Savoir-Vivre zu beschäftigen. Julia aus Deutschland und Pierre aus Frankreich haben sich dafür überlegt, sich in Frankreich auf die Suche nach Glücksorten zu machen. Sie treffen sich heute zum ersten Mal in einem Café in Paris, wobei Julia eine Art Déjà-vu hat. Nicht nur das Café und der Name ihres Kollegen kommen ihr bekannt vor, auch seine Stimme ist ihr ausgesprochen vertraut. All das erinnert sie an einen merkwürdigen Traum, den sie vor längerer Zeit hatte. In ihm hatte sie einige sehr merkwürdige Erlebnisse in Paris. Seit damals wuchs der Wunsch in ihr, einmal für längere Zeit nach Frankreich zu gehen. Jetzt sollte sich dieser Wunsch erfüllen.
Excusez-moi, vous êtes Julia Nenninger? Oui, c'est moi. Vous êtes Monsieur Davoine alors? Exactement, c'est ça. Enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Pour commencer, je voudrais trinquer à notre projet. Avec plaisir. Excusez-moi, on voudrait commander, s'il vous plaît. Bien sûr, que désirez-vous? Pour moi, une orangina, s'il vous plaît. Et pour moi, une bière, s'il vous plaît. Voilà vos boissons. À votre santé. Si tu veux, on peut se dire tu. D'accord. Moi, c'est Pierre. Et moi, c'est Julia. Alors, à ta santé et à notre projet. Alors, Julia, on va partir en voyage et passer les prochaines semaines ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir sur toi? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas une personne compliquée, de temps en temps un peu folle peut-être. Et toi? La seule chose que tu dois savoir sur moi est que je ne suis pas sportif du tout. Dommage. Alors, pas de voyage en vélo. Sätze zum Nachsprechen. Es folgen nun einige Sätze mit Pausen zum Nachsprechen, die du auch im Begleitbuch mitlesen kannst. Versuche nicht, sie korrekt nachzusprechen, sondern den Klang, den Sprachfluss, das eigentlich Französische aufzugreifen. Stell dir vor, du wärst ein französisches Kind, das eben mit dem Sprechen beginnt. Hab Spaß daran, wie es sich anfühlt, nicht wie es sich anhört. Die richtige Aussprache kommt dann später von alleine. Excusez-moi. Vous êtes Julia Nenninger? Tout le plaisir est pour moi. Je voudrais trinquer à notre projet. On voudrait commander, s'il vous plaît. Que désirez-vous? Pour moi, une bière, s'il vous plaît. À votre santé et à notre projet. Si tu veux, on peut se dire tu. On va partir en voyage. On va passer les prochaines semaines ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir sur toi? Je ne suis pas une personne compliquée. De temps en temps, un peu folle peut-être. Je ne suis pas sportif du tout.